Moin moin Freunde und herzlich willkommen zurück hier zum Euro Truck Simulator 2 und in der heutigen Folge wollen wir ja eine neue Fracht uns aussuchen und zwar eine aus der Weihnachts-Aktion und da habe ich hier Weihnachtskerzen gefunden von Pori nach Toku. Das ist hier ganz ums Eck, ich würde sagen, die nehmen wir uns gleich mal an, diese Fracht, denn das geht relativ fix von der Hand, dann können wir da auf jeden Fall nochmal ein bisschen mit der Weihnachtsfracht spielen, sage ich mal so. Denn das ist ja auch immer so eine Sache, das ist tatsächlich so ein bisschen auch an mir vorbeigegangen. Ich wusste gar nicht mehr, dass das überhaupt noch da ist, sage ich mal so. Und, achso, da hinten ist unsere Fracht, okay. Und ich weiß auch gar nicht, wie lange das überhaupt noch geht. Das heißt, es wäre halt cool, wenn einer das von euch vielleicht weiß und mir das in die Kommentare schreibt. Guck mal hier, so einen schönen, schnieken Anhänger hier. Einfach damit... damit ich weiß, wie viel Zeit ich dafür noch habe. Das wäre ja auch gar nicht schlecht. Guck ich das mal an hier, das Schmuckstück. Ja. Guck ich das mal an hier. Das sieht ja mega gut aus. Der Anhänger ist richtig cool. Hier von der Seite vielleicht noch geiler. Alter Schwede. Richtig nice. Fängt ja schon gut an, Leute. Das war jetzt natürlich, habt ihr nicht gesehen, ne? Das habt ihr nicht gesehen. So. Los geht's. Auf geht's Richtung Sonnenuntergang. Man kennt ihn. Bauer und der Sonnenuntergang. Er kennt ihn nicht. Reinschreiben in die Kommentare. Und ansonsten nachsitzen und die Folgen aus der Playlist gucken. So. Los geht's. Wunderbar. Wir sind auf dem Kurs Richtung Ziel. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Koku oder so. Da werden wir jetzt auf jeden Fall langfahren. Achso, hier ist Vorfahrt gewähren. Oh, da ist ein Unfall passiert. Das heißt, wir fahren einfach mal, ne? Ja, die Polizei ist schon da. Es brauchen wir auch keine Erste Hilfe oder so mehr leisten, sondern können gleich los. Und werden dann gleich mal abbiegen. Das ist doch gut. Das schaffen wir. Hoffe ich mal. Ah, easy. Alles im Lot. So. Wir sollten uns vielleicht auch mal wieder langsam an diese Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Das fällt mir immer ein bisschen schwer. Da hat sich aber der ein oder andere vielleicht dann auch ein bisschen beschwert und sagte, ey Bauer, wie du fährst, das geht ja gar nicht. Seh mal ein bisschen zu, dass du auf dein Bleifuß vom Pedal kriegst, denn ansonsten haben wir bald ein Problem und du kriegst einen Strafzettel und musst deinen Führerschein abgeben und dann ist vorbei mit LKW fahren. Und da habe ich gesagt, Mensch, du, das ist natürlich eine gute Sache, danke, dass du mir das sagst, aber finde ich natürlich nicht so toll. Und deswegen müssen wir vielleicht mal wieder ein bisschen drauf achten, damit uns der Führerschein halt nicht entzogen wird. Deswegen setze ich dann auch mal den Tempomat jetzt hier an der Stelle rein bei 81, 82, ne, das ist die Toleranzgrenze. Und dann fahren wir hier schön weiter. Alter, das sieht richtig geil aus, ne. Guck mal hier, so vielleicht. Sieht das auch ganz schnieke aus. Wenn ich dann auch mal die scheiß Bahn halten könnte hier. An. Oh, hier geht das wieder auf eine Bahn. Fahren die alle so langsam? Was ist denn los mit euch? Oh, du hast einen Blitz da, deswegen. Oh, er ist aber mutig. Er ist mutig, ich ziehe hinterher gleich. Eiskalt. Kenne ich nichts. Oh, setze ich mich hier rein? Nee, ich fahr weiter, komm. Linkskurve, da kommt keiner. Juhu! Oh, durchgezogene Linie? Nee, doch nicht ganz. So, hier kann ich auch wieder rein, ne? Yes, nice. Ah, das war geil, dass der auch mal vor uns überholt hat. Bin ich ja gar nicht schlecht. Mal wieder ein bisschen runter vom Pedalo. Und Tempomat wieder eingestellt. Können wir gleich wahrscheinlich direkt den nächsten überholen. Weil wir müssen gleich hier rechts wieder auf die Autobahn zurück. Nach Toku.
Echt? Aber das ist sollte ja auch kein Problem sein. Musst du jetzt ausgerechnet da abbiegen? Ich wollte hier so ein bisschen Platz haben, um abbiegen zu können. Ja, guck mal, läuft doch. Läuft doch wie im Schnürchen. Da best. So, dann können wir jetzt hier gleich hoch auf die Autobahn fahren. Und das ist so geil, ne? Und ich finde, die Fracht sieht auch mega geil aus. Auch so, finde ich, sieht das voll gut aus. Oh, war das eine Kreuzung? Ups, habe ich nicht, als solches empfunden. Ich dachte, das ist eine scharfe Kurve. War auch so. Das ist mega, mega entspannt aus, ne? Wenn nicht immer die Laternen da im Weg wären. Warte mal. Mega cool aus, jetzt hier. So, erstmal wieder hier auf die Spring. Ich finde, das hat was. Ich finde, das hat was. Und jetzt muss ich immer wieder ein bisschen aufpassen. Denn, da kam was von vorne an. So, jetzt werde ich hier wieder den Tempomaten. Zack, einstellen. Und dann lassen wir die Kiste einfach rollen, ne? Entspannteres gibt's halt nicht. Ich war letztens auch auf der Autobahn tatsächlich. Und habe sehr viel mit dem Tempomaten gespielt. Denn mit den ganzen Baustellen oder so, da brauchst du halt gar kein Gas mehr geben. Dann stellst das Tempomat ein und lässt das Auto rollen. Genauso ist es natürlich auch beim LKW. Das ist halt spannend so. Ganz geil. Wird der jetzt so langsam? Boah, komm, Busfahrer. Go. Was ist denn los mit dir? Warum bist du so langsam? Warum bist du langsam? Dann überhole ich dich einfach, weil ich guter bin als du. Nee, schneller. Oh, ich muss mal wieder hier. Dann runter vom Pedal. Was ich mir auch überlegt hatte, ist eigentlich wäre halt auch mal Bus-Simulator eine geile Sache, ne? Oder? Was haltet ihr davon? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Fällt mir gerade so spontan ein, als ich den Bus sah. Ich gerade gedacht, so, ey, Bus-Simulator könnte man auch mal zocken. Ich glaube, den habe ich sogar mal gebracht, aber irgendwie dann nicht mehr. Warum? So. Jetzt fahren wir wieder auf die Autobahn. Ich weiß gar nicht, was das hier für eine Strecke ist. So teils Schnellstraße, teils Autobahn. Als irgendwas anderes. Achso, hier sind wir schon auf der Autobahn. Dann aber gleich wieder runter. Da. Sollten wir tatsächlich mal bremsen. So. Sagen, wenn alles frei ist, dann fahren wir mal, ne? So, da sehe ich auch schon das Ziel in unserem Navi. Das bedeutet, wir sind tatsächlich gleich da. Let's go. Oh, let's go, let's go. Dann haben wir es zumindest geschafft. Hier muss ich abbiegen. Alter Schwede, was ist das für eine Straßenführung? Komische Kreuzung hier. So. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, ob ihr das schon mitgekriegt habt. Ich poste im Moment relativ viel auf Instagram und in dem Community-Tab auf meinem Kanal.
Für die, die es interessiert, checkt das auf jeden Fall mal ab. Fällt mir jetzt auch spontan mal so ein wie alles eigentlich. Aber vielleicht habt ihr es dadurch schon mitbekommen, was bei mir auf jeden Fall aktuell auf dem Plan für dieses Jahr steht, ist auf jeden Fall mein System zu verbessern oder zu abzugraden. Da soll ich rein. Und das muss ich halt mal gucken, inwiefern sich das dann halt umsetzen lässt, dass ich halt irgendwie einen neuen Rechner kriege. Aber das werde ich irgendwann, ich denke mal Mitte des Jahres oder irgendwie so, wie es halt passt, am besten machen, weil aktuell habe ich noch eine andere Baustelle offen. Aber eine andere Baustelle, die ich halt erstmal Vorrang hat, sag ich mal. Solange meine Kiste hier noch läuft, bin ich eigentlich mehr oder weniger zufrieden. Allerdings würde ich halt ganz gerne, was die Videoqualität halt angeht und dadurch halt auch die Aufnahmen und FPS und so weiter, würde ich halt gerne verbessern, weil ich halt aktuell leider so mehr oder weniger auf dem letzten Loch mitfahre. Ist jetzt nicht weiter schlimm, ne? Es funktioniert ja und es sieht auch gar nicht so schlecht aus, aber natürlich sind halt die Forderungen für mich selber dann halt auch über die Jahre ja auch ein bisschen gewachsen und dadurch möchte ich halt auch gerne ein bisschen mehr Performance und vielleicht auch mal ein paar Spiele, die ich halt auch in, ich sag mal, 60 FPS oder drüber zocken kann und nicht nur irgendwie bei 30 schon Stopp ist oder vielleicht, oh, oder halt auch vielleicht noch weniger, je nachdem. Und das wäre halt echt ein Träumchen. Ich hoffe, das irgendwie machen lässt, dies da. Das wäre echt ein Highlight. So. Abgekubbelt, so Vorwärtsgang rein, nochmal hier sagen dem schönen Anhänger und dann haben wir das schon mal geschafft. Dann, achso, nicht von hier suchen, sondern ich möchte hier dann gleich den nächsten Auftrag haben. Weihnachtssocken. Nein. Bruder, das ist mir zu weit. Das ist auch so eine weite Tour. Lass ich erstmal Weihnachten. Ja, eigentlich eine relativ interessante Tour. Das halte ich mal im Kopf. So, was haben wir noch? Weihnachtsbaumbeleuchtung. Könnten wir eigentlich auch machen. Das hier ist natürlich noch eine Tour. Weihnachtsdekoration. Sagen hier, wäre rüben bis hier hin. Da waren wir auch, glaube ich, noch nicht. Das machen wir. Das finde ich cool. Das machen wir, Freunde. Das machen wir. Los geht's. Möp, möp. Okay, alles. Nee, aber wie gesagt, das steht auf jeden Fall auf der Prioritätsliste auf der also für hier auf der 1, so generell mit Real Life zusammen auf der 2, so mäßig. Aber ja, schauen wir mal, wie wir das hinkriegen im Laufe des Jahres. Das müssen wir ja nicht überstürzen, solange meiner ja, so sag ich mal, einigermaßen funktioniert, bin ich ja schon zufrieden und kann das machen, was ich hier mache. Und wenn das halt irgendwann plötzlich das Ende gefunden hat, dass der irgendwie abraucht oder sonstiges, dann sag ich mal so, hab ich ein Problem. Aber das will ich jetzt mal nicht hoffen und dadurch machen wir einfach so weiter wie gehabt. Okay, so, wir sind wieder auf der Bahn. Und können hier Richtung Dingsbums fahren. Wo waren wir nochmal? Weiß es schon gar nicht mehr. Richtung Nava. Dann, ne? Ist das? Glaube ich. So. Let's go, let's go. Ah, das ist auch ein geiles Industriegebiet hier. Hier ein Schlafplatz, zufällig.
Das müsste ich eigentlich auch mal, ne? Hier bei der Tankstelle wahrscheinlich. Ah, gibt es hier keine Tankstelle an der Bahn? Ich fahre hier mal kurz rüber. Guck, ob ich hier irgendwie pennen kann. Will ich. Ah, alles klar, danke. Danke, Game, dass ich da reinfahren durfte und mir wieder Schaden geholt habe. Vielen, vielen Dank. Für nichts. Mano. Toll, das hat ja gut geklappt. Liebes SCS Software Team, falls ihr das gerade seht, ich würde mir wünschen, dass man auch mal ein bisschen Offroad fahren kann. Und vor allem vielleicht auch irgendwo schlafen kann, wo man generell im Spiel nicht schlafen kann. Das wäre halt richtig gut. Weil dann kann man sich auch mal vielleicht, jetzt nicht hier an den Seitenrand unbedingt, aber die Möglichkeit wäre natürlich dann gegeben. Aber man könnte dann vielleicht auch auf so einem, ja, so einem Parkplatz oder so wie da jetzt einfach sich hinstellen und halt pennen. Was ich tatsächlich ganz begrüßen würde. So. Sagen wir fahren jetzt nochmal Richtung Autobahn. Und dann ist die Folge schon eigentlich fast vorbei, ey. Das geht immer so schnell. So 15 Minuten oder so. Das ist ja eigentlich nicht so viel, ne? Das geht ja immer so schnell runter wie Butter. Deswegen, ja, manchmal muss ich dann halt auch mal ein bisschen länger machen, weil ich, wenn ich hier im Thema drin bin, dann muss ich da halt auch mal drin bleiben. Ey, da war ich ein bisschen schnell unterwegs. Ja, und dann müssen wir uns halt in der nächsten Folge natürlich auch mal um den Schlafplatz kümmern. Das ist natürlich klar. Aber das können wir uns dann in der nächsten Folge an. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit am Start seid. Und wie immer gilt, gerne den Daumen nach oben da lassen, würde mich super freuen. Und ja, schaltet morgen wieder ein und ansonsten auch gerne einen Kommentar. Ne? Denkt daran, nicht zu schüchtern sein, ich beiße nicht. Schreibt mir gerne auch einen Kommentar oder lasst einen Kommentar unter dem Video da. Und dann fahren wir hier in der nächsten Folge weiter mit unserer tollen Fracht. Und schauen wir mal, dass wir diese Pakete, diese 12 Pakete, die 12 Weihnachtspakete noch, ja, noch wegbekommen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, ihr kennt das Ganze, würd ich mich drüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin, euer Bauer. Ciao, ciao.